Und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Meine Güte, es ist Ewigkeiten her, dass ich die erste Aufnahme gemacht habe, die gestern kam. Aber auf jeden Fall, wir befinden uns wieder bei Tutorial Nummer 2, wie man dieses wunderschöne Häuschen hier bauen kann oder generell, wie man so ein bisschen dieses mittelalterliche Denken, Bauen, wie auch immer durchdenkt. Und ich entsinne mich, dass wir aufgehört haben bei diesem Stückchen. Ich muss gerade mal überlegen, was ich da denn eigentlich vorgehabt habe. Aber ich denke, ich weiß, was ich vorgehabt habe. Hoffen wir es einfach mal. So, als erstes platzieren wir hier mal wieder unsere Stückchen dazwischen, damit wir einfach so ein bisschen Platz dazwischen haben. Ich glaube, das machen wir da hinten auch mal ganz flugs. Und dann haben wir hier nämlich schon mal unsere Abgrenzung. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich das hier mache, aber ich denke, ich mache das am besten gleich hoch. Huch, habe ich keine Blöcke mehr? Doch, da. Ich wollte mich schon wundern, wo sie denn hingegangen sind. So. Und ich denke, wir machen unser Dach hier jetzt gleich auch schon hin. Vielleicht habe ich das letztes Mal ein bisschen anders angekündigt als gedacht, aber naja, es ist schon geraume Zeit her, sagen wir es einfach so. So, hier das machen wir jetzt mit Walls. Habe ich es auf Englisch? Ja, perfekt. So muss das sein. So, ich hoffe, man hat hier jetzt auch kein Gelecke oder so, aber ich denke, es dürfte eigentlich alles im akzeptablen Bereich sein. So, und vielleicht machen wir uns da dann noch so einen kleinen Ausgang. Na, mal gucken. Wir kriegen das schon irgendwie alles hin. Auf jeden Fall, wir fangen einfach mal ein bisschen an zu bauen. Man kann auch so richtig schön so ein bisschen Abtrennung, so verschiedene Teile eines Hauses einrichten, indem man einfach hier hat man jetzt Zäune und da hat man dann die Mauern und dann hat man schon so perfekt so eine Abtrennung. Da braucht man gar nicht unterschiedliches Holz benutzen oder so. Das sieht dann meistens eh nur blöd aus und deswegen macht man das dann einfach so. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wenn ihr bessere Ideen habt. Dann guckt ihr wahrscheinlich nicht dieses Tutorial. So, dann müssen wir das da kurz mal ein bisschen dazwischen platzieren. Und ich schmeiß gerade mal meinen Lüfter an. Ganz einfach wegen dem Shader und so, ne? Das sieht ja dann doch schon ein bisschen Grafik und so. Und ja, vielleicht hätte ich es gleich mal am Anfang an erwähnen sollen. Ich spiele ja mit einem Texture Pack. Wenn nicht, ich kann das am Ende wahrscheinlich auch nochmal ohne Texture Pack zeigen. Also mit dem Standard Texture Pack versteht sich, aber ich denke, das sollte ja klar sein. Und ja, wir platzieren hier erstmal unsere Fenster rein. Immer schön alles der Reihe nach. Da sollte keins hin. Meine Güte, es ist Ewigkeiten her, dass ich Minecraft gespielt habe, ne? Aber ich denke, ich weiß noch so ungefähr, wie das geht, ne? So, und hier könnte man nämlich jetzt sowas richtig Cooles machen. Ich glaube, das mache ich auch einfach. Als erstes ziehen wir uns hier mal so den Balken durch. Und haben wir hier so eine Mitte. Oh, das ist ja perfekt. Dann können wir uns hier nämlich so ein bisschen sowas Besonderes reinschieben. Zaubern, wie auch immer. Oh ja, das gefällt mir ganz gut. Jetzt muss ich mir nur noch was überlegen, wie ich das am besten mache. Soll ich das so machen oder sieht das albern aus? Vielleicht können wir ja den. Oh ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Aber die Stufe wird da gleich noch ersetzt. So, dann machen wir uns das so. Machen wir uns das so. Ja, genau. Das passt. Das passt alles. Das ist perfekt. Macht euch keine Gedanken. So. Jetzt suchen wir uns nämlich eine Stairway to Heaven. Ha, diese Jokes, die heute wieder durchkommen bei diesem Tutorial. Ups, das war die falsche. Und platzieren wir das da. Dann haben wir hier nämlich wieder diesen schönen Türeingang, den wir dann später noch da rein platzieren können. Und ich weiß nicht, ohne Shader könnte das jetzt vielleicht sogar ein bisschen dunkel aussehen. Aber so war es nun mal im Mittelalter, da war alles ziemlich dunkel. Also von daher müssen wir damit leben, ne? So. Dann so. Machen wir das so. Immer schön die Symmetrie beachten. Außer wenn man vielleicht sowas in der Mitte hat, dann ist das was anderes, aber das sollte ja logisch sein. So. So. Wie machen wir das hier? Machen wir das so? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. So, und zum Dach kommen wir hier später oder machen wir das jetzt gleich? Hauen wir das gleich durch? Wollen wir das gleich machen? Ha? Wollen wir schon mal hier diesen Part beenden? Ja, komm, machen wir gleich das Dach drauf. Dach habe ich mir überlegt, nochmal in einem ganz einfachen Holz, weil damit das Dach vielleicht so ein bisschen raussticht oder so. Naja, wir werden sehen. So, und ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man ja, es könnte ja vielleicht ganz cool aussehen, wenn man nicht das wirklich so umständlich machen oder so. Es ist halt wirklich immer diese Überlegungsphase, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Passt das so? Sieht das gut aus? Tut's das? Tut's das nicht? Ich denke, so wird's das vollkommen tun. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Machen wir das erstmal so.
Ich weiß nicht, gibt es hier Leute, die das so total 1 zu 1 nachbauen? Wenn ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Schreibt, ey, ich bin voll cool und baue das 1 zu 1 nach. Aber warte mal, ich habe da sogar noch eine bessere Idee. Oder? Nee, das machen wir am Ende. Das machen wir dann so beim Feinschliff oder so machen wir das dann. So, und wollen wir so ein richtig elend hohes Dach oder wollen wir eher so ein bisschen? Ja, wir machen es nicht ganz so hoch. So, das soll's tun. Ja, vielleicht machen wir. Ist gar nicht so einfach. Doch, wir machen das mal so. Machen das mal so und machen das so. Ja, damit komme ich doch glatt klar. Glatt klar. Ach, es klappt heute aber auch wieder alles so. Richtig schön. Ach, das macht richtig Spaß. Wisst ihr das? So, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen abzählen, aber ich denke, das dürfte hier anfangen. Ja, das tut es. Und dann fängt das da an. Und ja, perfekt. Perfekt, schmerfekt. Machen wir das dahin, machen wir das dahin. Und dann machen wir das dahin. Wie ist denn eigentlich gestern bei euch die Folge angekommen? Weiß das jemand? Ich bin gerade so, also ich bin. Warte. Gestern ist jetzt bei mir morgen. Genau. Also ich weiß es noch nicht. Deswegen, ich habe mir einfach gedacht, okay, Reborn kommt nächste Woche wieder. Brauche ich, habe ich so ein bisschen was im Umsprung und so weiter. Deswegen kommt hier jetzt mal wieder so eine Woche. Ich glaube, ich mache das öfter mal, dass ich einfach so Wochen habe, wo ich dann die ganze Zeit so ein kleines Projekt durchziehe. Und das könnte eigentlich ganz cool werden, wenn ich irgendwie so eine große Tutorial-Reihe habe oder so. Oder mal so ein Indie-Game oder so für ein paar Folgen anzocken will. Dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Oder was haltet ihr davon? Also ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Ups, da solltest du nicht hin, aber passt schon. So, und dann kriegen wir hier nämlich so einen leichten runden Look rein. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das muss ich mir dann immer mal angucken. Immer wieder rausgehen, das von der Ferne betrachten. Wie sieht das aus? Passt das so? Aber ich denke, das kann man so lassen. Das passt so. Und dann machen wir das vielleicht noch so. Dann machen wir das hier noch ein bisschen länger. Dass das noch so ein bisschen mehr outstandet oder so. Ne? Wisst schon, was ich meine? Boah, was ist es hier eigentlich so abnormal warm? Na naja, gut, es sind gerade irgendwie ein paar 30 Grad draußen. Das ist schon deftig. Möchte man meinen. So, jetzt ist nur die Frage, wie mache ich das dann in der Mitte? Das ist gar nicht so einfach, wisst ihr das? So, wir können natürlich also als erstes mal connecten wir hier oben das Teil. Huch, die Sonne blendet aber auch echt gut bei dem Shader, kann das sein? Wollen wir mal einen anderen ausprobieren? Komm, wir probieren mal einen anderen aus. Was haben wir denn hier noch? Cooler, wie sieht der aus? Ii. Was ist das denn für ein Shader? Sieht ja richtig abartig aus. Warum habe ich den denn hier drin? Mein Cloud, der ist vielleicht ganz schön. Der ist so ein bisschen so dezenter, aber da blendet die Sonne nicht so und so. Vielleicht ist der ja eigentlich ganz cool. Naja, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Wird dann auch für Reborn wichtig. Da wird dann auch so ein bisschen mit Shader gearbeitet, wenn wir denn in der Version sind. Aber für die Leute, die jetzt einfach nur das Tutorial gucken, dann. Braucht euch das nicht zu interessieren, hört einfach weg. Oh Mann, das klingt jetzt voll böse. Nee. Nee, das passt so nicht. Passt das besser? Vielleicht. Aber ich denke, das hier ist zu viel, richtig? Ja, das ist gut, das ist gut. So passt das. Das erst nochmal wegruppen. Man kann ja Fehler machen, aber da muss man sie halt auch wieder verbessern und so weiter. Ihr kennt das Spielchen, ja, hat euch ja Mami, Papi früher alles beigebracht. Wie habe ich das da gemacht? So habe ich das da gemacht und so habe ich das da gemacht. Und dann steht unser Dach schon. Jetzt müssen wir da noch so ein bisschen verputzen und so, aber das kommt dann ja alles. Und da wir ja so ein etwas reicheres Haus bauen, benutzen wir da Wolle, weil die Reichen hatten Wolle. Versteht sich, ist doch ganz logisch. Was habt ihr denn? Aber hier kommt noch ein Geschoss drauf. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen interessant werden. So ein bisschen mit Nische und so. Und. How do we do this? I think we. Yeah. Bin ich jetzt gerade wieder ins Englisch abgerutscht? Ist ja ganz schlimm. Meine Güte. Mann, das reißt sich mal zusammen. Das macht man nicht. Voll unhöflich. So, wir wollen aber jetzt auch keinen Wolkenkratzer bauen. Deswegen denke ich, belassen wir es bei den 2 Stockwerken. Ist ja Mordsraum da innen drin. Also von daher. Das sollte schon passen. Vielleicht können wir hier so ein kleines Eckchen einbauen.
Das rahmen wir dann irgendwie mit so ein bisschen Zaun und so ein. Ja, sieht ganz modisch aus. Kann man machen. Das sind immer so diese kleinen schnieken Ideen, die einem dann beim Bauen kommen. Mal gucken, wie das dann so ist. Und dann bauen wir einfach mal weiter. Setzen wir hier unsere Pfähle hin. Und dann müssen wir mal gucken, wie machen wir das denn hier vorne. Wollen wir da vielleicht so einen kleinen Bogen reinmachen? Das könnte ganz gut aussehen mit dem Dach da. Ich glaube, das machen wir einfach gerade mal. Dazu machen wir das. Wo wollen wir da anfangen? Ja, komm, wir machen das. Wir machen das schon echt groß. So, so. Ja, doch, doch. Das könnte was werden. So, und dann machen wir das so. Doch, das hat Style. Das hat was. Vertraut mir. So, und dann müssen wir das aber noch alles einen Ticken höher machen, weil dann kommt ja das Dach drauf und das soll ja nicht allzu viel verdecken. So, dann kommt das da so hin. Und dann so. Na. Na, no, das passt mir nicht so ganz. Ich glaube, wir machen das erst einfach mal so. Erstmal die einfache Methode verändern kann man ja später noch was. Ich habe auch so ein Death of Field hier drin. Das ist ja voll cool. Meine Güte, was man nicht alles bei so einem Tutorial, was so total ungeplant ist, erfährt. So, das mag jetzt vielleicht etwas merkwürdig aussehen, weil wir hier dieses doppelte Holz haben. Das sieht vielleicht dezent merkwürdig aus. Aber keine Angst, das gibt sich schon noch. Wir haben da nämlich noch was vor. Denke ich, hoffe ich. Wir werden sehen. So, jetzt ziehen wir unsere Stützbalken hier erstmal wieder durch. Könnte es natürlich auch machen und die da drinnen durchziehen, aber wer macht denn das in Minecraft? Gibt's ja eh so gut wie keine Physik, also von daher, pff, drauf geschissen, ne, wie man als Hesse sagen würde. So, hier noch so ein bisschen durch und keine Angst, wir bauen das Dach da hinten noch so ins Haus ein, das kriegen wir hin. Das passt schon alles, so. Jetzt ist die Frage, wie fahren wir fort? Ich denke, ich wollte das mit Wolle machen. Gibt es vielleicht noch irgendwas anderes schön Weißes in dem Texture Pack? Wolle, Quarz sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus. Schnee könnte man auch machen. Nee, Quarz sieht kacke aus. Oh, weiße Kacke? Gibt es das? Wir gehen mit der traditionellen Wolle ran. So. Und ich denke, hoch, wir haben einen Hase in unserem Haus. Ist ja cool. Der muss auch immer in jedes mittelalterliche Haus. Muss auch so ein Hase dazu, ne? Man könnte es jetzt ganz übertreiben und dem auch noch einen Namen geben, aber das wäre dann doch zu viel für das Tutorial, denke ich. Ja, wir lassen das mal besser. So. Das kommt mal ganz dicht. Kommt hier wieder ein Fensterchen hin. Man hat ja Geld als reiche Person. So, das kommt hier auch weg. Das gefällt mir so nicht. Aber irgendwas muss sich doch hier außen noch machen lassen. Das gefällt mir nämlich noch nicht so ganz. Ich glaube, da machen wir später was mit Treppenstufen oder so. Das kriegen wir schon hin. So, und hier machen wir jetzt voll das dicke Fenster. Habe ich mir gerade vorgenommen. Schön so auf dem Berg und so. Das ist vielleicht ganz cool. Da könnte man dann später irgendwie, wenn man Inneneinrichtung macht. Das würde auch ganz interessant. Vielleicht mache ich dann so ein Tutorial für Inneneinrichtung oder so. Ja, so kann man das machen. So sieht das richtig nice aus. Mache ich dann hier so einen riesigen Schlafraum rein oder so. Also hier das Schlafzimmer für die ganz reichen Hausbesitzer und so, ne? Muss ja alles, was Mut dat Mut. Das dahin. So, make mal dazu. Jetzt wird's a little bit difficulty, aber ich denke, ja, das kommt dahin. Und dann passt das eigentlich schon fast, ne? Dann passt das eigentlich schon fast, ja, meine Güte. Und ich glaube, wir machen das hier auch so. Machen wir das so. Und dann haben wir hier nämlich so ein bisschen größeres Fenster. So halt nur mit Dazwischenzeugs und so. So. Und jetzt kommt hier wieder unsere typische Runde von oben. Von unten kommt hier oben auch wieder rum. Aber die verfeinern wir nachher noch etwas, denke ich. Ja, werden wir. Nee, hier vorne kommt sie weg. Hier vorne wollen wir die nicht. Vorne wollen wir das alles schön gerade in die Höhe gehen lassen. So, gehen wir hier mal ein bisschen runter. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist jetzt kein super schönes Wow-Bau-Zeugs und so. Das ist einfach nur so ein bisschen, das könnt ihr dann selber weiterentwickeln, wie ihr bauen wollt und so weiter. Und einfach so, um euch ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln, wie haben die gebaut. Und halt immer ganz wichtig bedenken, ja gut, das ist vielleicht so ein Gutshaus mit so ein bisschen Feldern drumherum und so.
Aber wenn ihr irgendwie Stadthäuser baut oder so, immer unten klein anfangen und dann nach oben größer werden, weil unten der Platz war begrenzt, weil musst du alles Mauern drum und so weiter, versteht schon, was ich meine. Und wie machen wir das jetzt am blödesten? Ich glaube, wir machen das auf die ganz einfache Taktik. Wir machen das so. Immer so eins drüber. Wieder eins drüber und wieder eins drüber. Das muss da bleiben und wieder eins drüber. So, jetzt machen wir hier wieder eins drüber und hier wieder eins drüber und hier wieder eins drüber und dann haben wir hier schon das Dach so ein bisschen dran gebaut. Vielleicht kann man das dann hier noch so machen, dass man. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Das ist eine coole Idee. Das könnte man noch so ein bisschen Fantasy-mäßig ausbauen. Oh, ich glaube, das mache ich. Das ist dann immer so diese Idee, wie arbeitet man jetzt mit den Winkeln und so weiter. Oh, das ist eine coole Idee. Das ist eine richtig coole Idee. Oh ja. Genau. Fülle ich das damit? Ja. So, wie viel habe ich da? Da habe ich zwei Blöcke. Gut. So. Das da drauf. Das weg, weg und dann das da drauf. Was haben wir damit gemacht? Das haben wir dann aufgefüllt. Genau. Nicht ganz so viel, aber passt schon. Soll passen. Oh ja, das ist eine coole Idee. Oh ja, ich glaube, das wird jetzt driftet gerade so ein bisschen Fantasy-mäßig ab.